Steigerl, noch 10 Sekunden bis zur Tagesschau. Komm bitte gleich wieder. Albrecht Heise? Albrecht Heise, hören Sie mich jetzt? Ja, ich höre Sie, aber Sie hören mich nicht. Das Wetter unfreundlicher und kühler soll es werden. Heute Nacht 2 bis 6 Grad, Wolken, es fallen ein paar Regentropfen. Wir haben heute anscheinend etwas technische Schwierigkeiten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ich hoffe doch, dass dieser spannende Film jetzt kommt. Nein, wollen wir ihn nicht zeigen? Ich bin im Augenblick etwas ratlos. Wir bitten, den Ausfall des Tons am Anfang des Beitrages zu entschuldigen. Außer Atem. Ich wusste nicht, dass wir heute Abend um 9 anfingen. Ich dachte, es ist wieder genau wie letzte Woche, 8:45, aber ich habe es gerade geschafft. Ich konnte mich aber nicht mehr umziehen, aber die sieht auch nicht schlecht aus. Ne? Sportlich. Sind Sie auch ein bisschen sportlich, meine Damen und Herren? Wollen wir uns ein bisschen locker machen, ein bisschen sportlich? Ja? Bitte stehen Sie alle auf. Ja? Jetzt die Hände so, ja? Und dann nach rechts und nach links und nach rechts und nach links und nach rechts und nach links. Und ja, und jetzt kraulen machen wir jetzt, ja. Ich bin auch ein ziemlich guter Fußballspieler, wussten Sie das? Ja, ich spiele besser als Bernd Schuster, gestern Abend. Ja. Ich kann mal einen Ball haben, Heini. Danke. So, ich zeige Ihnen das hier. Kann ich mal im Torwand haben vom aktuellen Sportstudio. Ja, dann passen Sie auf. Jetzt geht's los. Ja, so. Moment, die Herren von der FDP, können Sie etwas nach rechts rutschen, bitte? Etwas nach rechts, bitte. Ja. Sie bitte auch, Herr Ronneburger auch, bitte nach rechts. Ja. So, na, jetzt machen wir wetten, dass er gleich beim ersten Mal reingeht. Ja, geht gleich rein. Passt es ja. Also, Herr Kiep, gehen Sie bitte weg, das ist zu gefährlich. Ja, bitte, Herr Kiep. Ja, gehen Sie besser. Ja, gehen Sie weg. Auf eigene Verantwortung, ja? Auf eigene Okay, wir machen es, ja? Wir machen es jetzt und... Na, was habe ich gesagt? Volltreffer. Hey, gut nicht, ja. Ja, ich habe Sie gewarnt, Herr Kiep, tut mir leid. Erste Hilfe bitte, ja? Okay. So, es ist Zeit, dass wir anfangen mit unserer Umfrage auf der... Straße, unsere Sesamstraße. Heute mal ein schönes Thema, Angst. Und zwar machen wir das am besten da bei der Bushaltestelle. Entschuldigung, guten Tag. Darf ich fragen, haben Sie Angst? Nee, ich habe keine Angst. Keine Angst vor Krieg? Nee. Angst, dass Sie Ihren Job verlieren? Nee. Angst davor, dass unsere Umwelt zerstört wird? Nee. Also, Sie haben vor gar nichts Angst? Nee, ich habe Ihnen noch gesagt, ich habe keine... Guten Tag. Darf ich fragen, wofür haben Sie Angst? Das heißt nicht wofür. Wovor haben Sie Angst? Ah ja, ich habe Angst vor dem Krieg, vor meiner Frau. Oh, Moment, ich mache die Umfrage. Ja, danke. Ich fange nochmal an. Haben Sie Angst? Ja, und wie? Fürchterlich. Seit dem Spiel gestern Abend. Ja, nee, das meine ich nicht so sehr, nicht Fußball. Ich meine, haben Sie zum Beispiel nicht Angst vor diesen neuen Sparmaßnahmen der Regierung? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Die halte ich durchaus für richtig. Ja? Ja? Können Sie mal ein Beispiel geben, wie man am besten sparen könnte? Naja, Sie zum Beispiel könnten sich Ihre dämlichen Fragen sparen. Und Sie, haben Sie Angst vor Umweltzerstörung zum Beispiel? Ja, ich habe fürchterliche Angst, dass ich bald nichts Grünes mehr sehe. Kein Baum, keine Blumen, kein Gras. Ja, und warum? Weil ich gerade verhaftet worden bin. Guten Tag. Entschuldigung, aber darf ich fragen, haben Sie
vor irgendetwas Angst? Ich habe Angst vor meinem Mann. Warum? Ich fahre jetzt mit dem Bus nach Hause und sage ihm, dass ich hier um die Ecke den Außenspiegel von seinem Wagen kaputt gefahren habe. Das ist doch kein Problem, dann tauschen Sie doch den kaputten Spiegel um gegen einen neuen. Geht nicht, der Wagen liegt oben drauf. Guten Tag, darf ich sagen, haben Sie Angst? Ja, und wie? Ja? Ist das hier alles? War das doch fürchterlich, Rezession, Arbeitslose und dann die steigenden Ölpreise. Moment mal, die Zeitung ist von November 73. Hä? Also so viel Verspätung hat der Omnibus noch nie gehabt. Guten Tag. Haben Sie Angst? Nee, ich weiß nicht wovor. Nee? Na, ich stell mal vor Krankheit. Sie gehen zum Arzt und der Arzt sagt, Sie haben noch 2 Wochen zu leben. Was dann? Ja, dann nehme ich die eine Woche im Januar und die andere im Dezember. Hat keine Angst, ne? Gott sei Dank, ja. Haben Sie Angst? Nein, furchtbar. Das gibt's gar nicht. Ich glaube, vielleicht, weil ich abergläubisch bin. Ich gehe unter keiner Leiter gehe ich nicht durch. Wirklich. Und wenn eine, wenn mir eine schwarze Katze über den Weg läuft, na, da kann ich Ihnen sagen, den ganzen Tag, der ist für mich erledigt. Und wenn der Freitag der 13. ist, dann schlafe ich, dann lege ich mich den ganzen Tag ins Bett. Ja, und nichts passiert? Doch. Ah ja. Guten Tag. Haben Sie Angst, so sagen wir, für diese Wirtschaftsflaute und so? Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe noch nie so viel zu tun gehabt wie in den letzten Monaten. Ich bin randvoll mit Arbeit. Oh, herzlichen Glückwunsch. Was machen Sie beruflich? Ich bin Gerichtsvollzieher. Entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie fragen, haben Sie Angst? Ich Angst? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Mein Beruf ist es, den Menschen die Angst zu nehmen. Ich bin nämlich Psychiater. Ah, ja. Und Sie ziehen jetzt um in eine neue Praxis? Nein, ich mache Hausbesuche. So, es wird Zeit, dass wir anfangen mit den Nachrichten. Erstmal zum Sport. Meine Damen und Herren, wir melden uns eben mit einem Zwischenbericht vom 54. Bremer Marathonlauf. Die Bilder, die Sie vorher gesehen haben, waren vom Start. Und jetzt sind wir ein paar Stunden weiter und in wenigen Augenblicken könnte der erste Läufer hier durchs Ziel gehen. So in etwa 14, 15 Minuten, so die Zeit des Weltrekordhalters. Nicht unmöglich, dass dieser Rekord heute verbessert wird, bei dieser tolle Besetzung heute. Wäre toll für Veranstalter und für Publikum natürlich. Aber es ist noch nicht so weit, noch etwa 10 bis 15 Minuten. Moment, was ist da los? Nein, das kann nicht wahr sein. Da ist der erste Läufer schon. Die sensationellste Weltrekordverbesserung im letzten Jahrhundert. Moment, welche Nummer haben Sie? 398, dann mal schauen. 398 ist hier nicht drauf. Wer sind Sie und wie haben Sie diese tolle Leistung geschafft? Ich heiße Norbert Kramm und habe es nur geschafft, weil ich mich jahrelang auf diesen Lauf intensiv vorbereitet habe. Und wie? Ich habe das beim Joggen gemerkt, dass ich immer schneller war wie die anderen. Von daher habe ich angefangen zu trainieren, habe so jeden Tag meine 50, 60 Kilometer runtergerobbt. Bei jedem Wetter, also Sommer wie Winter, bei Regen und Sonne. Und wie gesagt, immer die Stoppuhr dabei. Herzlichen Dank und Sie müssen völlig geschafft sein von Ihrem... Sie wollten doch Ihre Quittung haben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff ist der Meinung, dass die Deutschen wieder mehr leisten müssten. Notfalls müssen sie sogar mehrere Berufe gleichzeitig ausüben. Dazu lieferte er selbst in der letzten Woche im Bundestag ein schönes Beispiel. Was heißt da soziale Demontage, wenn unser soziales Sicherungssystem sonst aus den Fugen gehen würde? Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Graf Lambsdorff. Ja, bitte. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, selbstverständlich in aller Freundschaft, dass das Tempo Ihres Vortrages uns um den wirklichen Genuss Ihrer Sottisen bringt? Ich habe mich überhaupt schon gewundert, dass Sie uns das nicht unter die Nase gehalten haben. Arbeitsminister Norbert Blüm wurde in letzter Zeit von Gewerkschaften und Opposition hart angegriffen, worüber er sich ziemlich ärgerte. Vor dem Deutschen Bundestag verriet er sein Rezept, wie er mit diesem Ärger wieder fertig wird. Diese schlimmen Lage, meine Damen und Herren,
ergreife ich Zuflucht zu einem alten Hausmittel. Und das alte Hausmittel heißt: Hier ist ein Mensch, der will zu dir. Du hast ein Haus. Herr Blüm, Sie sind bei uns jetzt schon fast ein fester Mitarbeiter geworden. Wir wollten Ihnen auch schon ein kleines Honorar überweisen, aber Gott sei Dank sind Sie für eine Lohnpause. Der neue Wohnungsbauminister Oskar Schneider war das erste Regierungsmitglied, das seinen Amtskollegen in der DDR besuchte. Dabei sprach er sich für gutnachbarliche Beziehungen aus. Wir wollen mit allen uns zu Gebote stehenden Möglichkeiten dazu beitragen, Missverständnisse zu beheben, Spannungen abzubauen, zu gut nachbarlichen Verhältnissen zu kommen. Auch privat ist Oskar Schneider für gut nachbarliche Beziehungen. Die Kirschen in Nachbarsgarten, die sind viel zu süß und zu rot. Es wird allmählich eine Peter-Alexander-Show. Kracht zwischen Franz Josef Strauß und der FDP. Auf die Frage an Innenminister Zimmermann, wie lange die Zusammenarbeit zwischen Franz Josef Strauß und der FDP in einem neuen Kabinett nach dem 6. März gut gehen würde, antwortet er: Eine Viertelstunde, 20 Minuten. In den letzten Tagen wurden drei der meistgesuchten deutschen Terroristen verhaftet. Den entscheidenden Hinweis bekam die Polizei von einem Ehepaar, das beim Pilzesammeln in einem Wald in der Nähe von Frankfurt auf ein Versteck mit Waffen und Geld stieß. Heute Abend ein exklusives Interview mit den beiden Pilzsammlern. Ich begrüße heute im Studio Herrn Eberhard Knauer und seine Frau Isolde. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie wohnen in Neu-Isebüsch. Ah ja. Sammeln Sie öfter Pilze? Immer. Im Herbst, im Frühling. Moment mal, im Frühling gibt's doch gar keine Pilze. Oh, ich hab mich schon gewundert, warum wir da immer so wenig gefunden haben. Dafür im Herbst körbeweise. Sagen Sie mal, suchen Sie immer zusammen? Ja, wir machen alles zusammen. Ja, sehr schön. Wie erkennen Sie denn nun Pilze, die Sie gefunden haben, ob sie essbar sind oder giftig? Ja, sagen wir mal, wenn ich 20 gleiche Pilze auf einen Haufen sehe, dann pflück ich an, ich sollte probieren ihn. Und wenn sie nach 5 Minuten noch steht, dann pflücke ich mal den Rest. Ja, da haben Sie aber, bisher haben Sie aber sehr viel Glück gehabt, nicht? Ja, die ein Spiel, oder? Wir essen Pilze. Naja, warum spielen Sie nicht eigentlich mal in der Fernsehlotterie? Ja, meine Frau hat seit gestern eine Glücksspirale. Apropos Glück. Erzählen Sie uns doch bitte mal ganz genau, wie Sie das Waffenlager der Terroristen entdeckt haben. Ja, also, wir haben an dem Tag schon stundenlang Pilze gesammelt und ich musste mal. Und also habe ich mich ins Gebüsch geschlagen und wie ich da mein Geschäft verrichte, da sehe ich aus dem Herbstlaub so ein komische schwarze Pilzhuken. Und so merkwürdig rund mit dem Loch in der Mitte. Ich bück mich, um den zu pflücken, und wie ich die Hand hochhebe, habe ich eine Pistole. Und dann hat er mich gerufen, dann haben wir zusammen das Laub entfernt. Und da haben wir das ganze Waffenlager gefunden. Ja, und den Plastiksack mit den 258.000 Mark. Okay. Oh, Moment mal, in der Zeitung stand doch nur was von 58.000 Mark. Ja, da habe ich mir auch sehr gelacht, wie man das gelesen habe. Aber Sie haben dann doch gleich die Polizei informiert. Oh nein, ich habe erstmal meine Hose zugemacht. Hey, und ich bin dann zur Polizei gelaufen und der Eberhard ist im Gebüsch geblieben. Ja, und dann, nach einer Stunde, ist dann dieser Kegelverein gekommen. Was für ein Kegelverein? Alle Neune oder so. Ach, Sie meinen GSG 9. Ja, genau. Und dann mussten wir beide zur Polizeiwache und nach einem kurzen Verhör durften wir dann nach 3 Tagen wieder nach Hause. Aber ich muss sagen, dass ich als patriotischer Bürger stolz bin, meinem Vaterland einen derartigen Dienst erwiesen haben zu können, dürfen. Na, weil Sie doch nun aber immerhin durch Ihre Hinweise zur Festnahme der beiden Terroristinnen und auch indirekt zur Festnahme von Christian Klar mitgewirkt haben, steht Ihnen doch die Belohnung von 200.000 Mark zu. Ja, die krieg ich. Die kriegen wir. Ich. Nix da, die 200.000 Mark werden zwischen uns geteilt. Komm,
Gehen wir Pilze sammeln? So, und jetzt weiter mit Nachrichten. An dieser Stelle möchte ich mich einmal bedanken bei den Kollegen von ARD und ZDF, die uns diese tolle Bilder liefern, womit wir unseren Quatsch treiben können. Allerdings gibt es auch Mitarbeiter der Tagesschau, die damit nicht einverstanden sind. Herr Luke, was sagen Sie dazu, dass die Tagesschau doppelt so viel Zuschauer hat wie die Tagesschau? Ziemliche Scheiße. Das war ein Kommentar von Westdeutscher Rundfunk, Espreich-Institut Luke. Hans-Dietrich Genscher hat sich zu einem Kurzbesuch in Freiburg angesagt. Dazu gab die Polizei der Bevölkerung heute besondere Hinweise. Heute Abend wird in London Miss World 1982 gekürt. Unsere Miss Germany, Bärbel Bolz aus Hessisch-Oberursel, wurde heute Morgen auf dem Frankfurter Flughafen von dem Ministerpräsidenten Holger Börner persönlich verabschiedet. So, jetzt mal was ganz anderes. Möchte ich mal etwas zeigen. Ich zauber einmal, ja? Ich zauber einmal. Pass auf, allee, hopp. Hey, voilà, gut, hè? Das habe ich gelernt von Alexander Corelli, alte Zauberkünstler. Und er ist diese Woche gestorben. 92 Jahre ist er geworden. Ich war bei der Beerdigung dabei. Liebe Trauergemeinde, wir sind hier versammelt, um Abschied zu nehmen von unserem großen Freund Alexander Corelli, einer der bedeutendsten Zauberkünstler der Welt. Geboren in den Slums von Neapel, lernte er schon sehr früh den bitteren Geschmack früher Jahre kennen. Um aus dieser Tristesse auszubrechen, flüchtete er sich in die wundervolle Welt der Magie. Zuerst verzauberte er die Menschen in seiner Straße, dann führte er seine Tricks den Klassenkameraden in Schulen und Hinterhöfen vor, besessen und durchdrungen vom unbeugsamen Willen, ein großer Zauberkünstler zu werden. Unaufhaltsam erreichte er sein Ziel. Sein klangvoller Name prangte von Plakaten in Wien, Berlin, Paris, Amsterdam, Prag, Venedig und vielen anderen großen Städten. Und nun ist er zu seiner letzten großen Reise angetreten, von der er nie mehr zurückkehren wird. Wir geben ihm das letzte Geleit. Er gehe in Frieden. Der Fernsehnachrichtensendungen werden häufig mit Anfragen von Zuschauern bombardiert. So wollte gestern Abend ein Zuschauer wissen, ob ein UFO auf dem Kopf von Margaret Thatcher gelandet sei und ein anderer, ob sie die Füße von Charlie Chaplin hätte. New dangers to stability. Und jetzt zum Fußball. Obwohl das Fußballspiel gestern Abend in Belfast unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfand, schossen die Nordiren aus allen Rohren. Der erste, der sich freiwillig ergab, war Toni Schumacher. Die Stiftung Warentest beschäftigt sich jetzt auch mit den Sexläden in der Bundesrepublik. So wurden gestern Abend einige Produkte der Firma Beate Use getestet. In der Nationale Volksarmee der DDR wurde heute unter den Offizieren und Soldaten ein Schuhputzwettbewerb ausgetragen. Voller Stolz zeigte der Sieger seine prämierten Stiefel. Ja, es wird in letzter Zeit unheimlich viel geredet über Kabelfernsehen, Privatfernsehen, kommerzielles Fernsehen. Ja, und wenn die kommerzielles Fernsehen machen wollen, dann müssen sie bessere Werbespots machen, finde ich. Zum Beispiel in England und in Frankreich, da sind die Werbespots manchmal besser als das ganze Programm. Und bei unseren Vorbereitungen für unsere Show stießen wir in England auf einen Spot, den möchte ich nicht vorenthalten. Geordie in Space. I
you doing up there, Heavy? Over? The name's Hobart, and I'm parched. Release your galactic nutrition hatch, Herbie. Over. You see, Herbie, we think of everything. Let us know when you want a refill. Over. Früher eben im deutschen Werbefernsehen eigentlich tabu war, ist heute schon selbstverständlich. Und niemand fragt sich mehr ab, ob das geschmackvoll ist, ja oder nein. Ich meine, ich habe nichts gegen diesen Spots, aber wo während des Essens? Ich meine, ich habe schon etwas gesehen in der Unterhaltung, aber so was Schlimmes habe ich... Nein, das finde ich, können Sie nicht einfach so sagen. Nee. Nein, das finde ich nicht, da müssen wir diskutieren. Der Schluss war schön. Schluss. Komm, Ine, wir müssen... Ja, na, das sieht ja wunderbar aus. Dankeschön. Okay. Ah, ich habe noch ein Problem. Ich muss aus beruflichen Gründen die Tagesschau sehen. Habt ihr was dagegen, wenn ich den Fernseher eben anmache? Sie kommt gleich nach der Werbung. Mein Sitzproblem ist für die nächsten Jahre gelöst. Der neue Baccarat. Sympathische Material, robust und durch massiv. Der neue Baccarat. WC-Sitze von Alibert. Unverwüstlich. Na denn, guten Appetit. Lerasil-Gesichtswasser gibt es für fettige Haut und jetzt neu auch für die Mischhaut. Denn Mischhaut hat die gleichen Probleme. Hast du ein bisschen Wasser? Braucht aber ein Gesichtswasser mit dem für diesen Hauttyp idealen pH-Wert. Sagenhaft, was da noch rauskommt. Ob fettige Haut oder Mischhaut, Lerasil-Gesichtswasser reinigt Poren tief und schützt vor Pickeln und Mitessern. Bei der neuen Pampers gehen die möchtest du Wasser? Ja, bitte. Dadurch sitzt das Schutzvlies ganz nah um das Baby. So geht die ganze Nässe durch das Schutzvlies in die Saugschicht. Dann wird die Sau zurück und es ist von Nässeschutz umgeben. Durch die neuen Schutzbündchen, die sich sanft und sicher rund um das Baby schmiegen. Die neue Camellia Superdünne Binde ist saugfähiger als jede andere dünne Binde. Es ist schön, dass ich mich so sicher fühlen kann. Die neue Camellia Superdünne Binde ist die einzige Dünne mit der Sicherheit von Camellia. Camellia gibt Sicherheit. Ah, guck mal. Domestos, der Sanitärreiniger von WC und Bar. Domestos ist neuartig. Beachten Sie die Gebrauchsvorschriften. Wo immer sich Schmutz und Bakterien versteckt haben, Domestos packt sie. Vollständig wie in diesem Test. Domestos wird kraftvoll gegen Schmutz, Bakterien und Geruch. Das ist hygienische Sauberkeit. Ja, und für Ihre dritten Zähne täglich Coquitin-2-Fach. Und warum täglich? Weil gerade die bakterientiefe Reinigung vom Mundgeruch und Entzündung schützt. Deshalb täglich Coquitin-2-Fach. Die erste löst Flecken und Beläge, die zweite Phase bekämpft zusätzlich schädliche Bakterien. Täglich Kukident 2 Fast. Er sitzt und sitzt und sitzt. Und wenn er nicht gestorben ist, dann sitzt er vielleicht immer noch. Darum Vasa Plus. 3 bis 5 Scheiben täglich und er könnte wieder. Vasa Plus mit Wachstum. Meine Runde von Paul. Denn Karl ist mit 5 Sorten Fleisch zubereitet. Und das ist es doch, was Hunde wollen und was gut für sie ist. Also meine Hunde sind ganz gut drauf. Karl sollte jeder seinem Hund geben. Ich kann es nur empfehlen. Bundeskanzler Helmut Kohl war in dieser Woche in Washington. Bei einer mehrstündigen Unterredung verriet der amerikanische Präsident Ronald Reagan, dass er gerne wieder Filme drehen möchte, am liebsten als Tarzan. Oh, oh, oh.
Der neue Bundeskanzler macht auf die Amerikaner einen fabelhaften Eindruck. Die beiden Staatsmänner verstehen sich prächtig. Nur mit Frau Kohl gab es ein kleines Problem. Sorry, gnädige Frau, darf ich Ihnen aus dem Mantel helfen? Übrigens, da ist was, was Sie unbedingt wissen müssen. Der Präsident ist ein liebenswürdiger Gastgeber, aber eins macht ihn furchtbar wütend. Und wissen Sie warum? Er kann alles leiden, nur nicht blau. Auch Bonn stand in der letzten Woche ganz im Zeichen großer gesellschaftlicher Ereignisse. Wie sehr sich die Lage in der Bundeshauptstadt nach dem Wechsel wieder entspannt hat, zeigten Politiker aller Parteien auf dem Presseball. Hockelchen Schleicher mit den elastischen Beinen, wie er gefährlich in den Knien fäden kann. Es tanzt sein Bienenkopf wie die Bombe den Damen auf den Füßen rum. Was machst du mit dem Knie, lieber Karl? Mit dem Knie, lieber Karl, Mensch Karl.